Ja, hallo und willkommen zur Übersetzung von dem Vortrag Ein Routing Interregnum, Internetinfrastruktur, Veränderung in der Krim nach der russischen Annexion. Wir hören die Übersetzer heute sind Problem und Pink Dispatcher. So, herzlich willkommen, Xenia, für den Vortrag über das Internet in der Krim nach der russischen Annexion. Hallo. Viele Menschen hier. Ich zeige euch heute die Forschung, die ich letztes Jahr gemacht habe. Ich war im Citizen Lab und das ist ein sehr interessantes Forschungszentrum in Toronto. Wir sind sehr interessant, weil wir interdisziplinär sind und ich komme aus der Perspektive der weichen Wissenschaften, der sogenannten, aber ich bewege mich auf die harten Wissenschaften zu, sozusagen. Und die interessanteste harte Wissenschaft sind die Unterwasserkabel, die Infrastruktur. Und ich zeige euch, wie im Fall von der Krim, das sehr wichtig ist, zu verstehen, was genau passiert ist nach der Annexion auf einem sehr tiefen Level, auf dem Routing-Level, auf den Agreements zwischen Providern, auf dem Peering, den Peering-Vereinbarungen und wie das den Endbenutzer und die ISPs beeinflusst. Wir fangen mal an mit diesem Bild hier. Es ist wie ein Vorher-Nachher-Bild. In diesem Fall sehen wir links 2014 einen See. Das ist kein See, in dem man schwimmen kann. Ich würde es nicht empfehlen. Das ist ein technischer See, der enthält Schwefelsäure. Und diese Schwefelsäure wird in einer Fabrik gesucht, die Zedan heißt und befindet sich im Norden der Krim, nahe an der Grenze, was jetzt die Grenze ist, zur Ukraine. Und dieser See wurde benutzt, die Abwässer aus der Fabrik zu behandeln. Aber nach der Annexion hat die Ukraine nicht mehr das Wasser an die Ukraine geliefert. Und das ist eine Reaktion auf das, was passierte in der Annexion. Das waren 85% des frischen Wassers kam aus der Ukraine. Und danach ist dieser See ausgetrocknet. Und das ist immer noch derselbe See, nur 4 Jahre später. Und das war eine Katastrophe. Im September 2018 mussten Leute diese Kinder evakuieren und haben ihre Ernte verloren und haben viel Geräte verloren und verrostet und viele Pflanzen wurden zerstört und die Menschen haben gelitten. Aber wer hat Schuld? Ne, das ist hier nicht die Frage. Die Ukraine hat eine sehr interessante Entscheidung getroffen. Die Ukraine hat eine noch interessantere Entscheidung getroffen in 2014. Aber mein Vortrag hier geht es nicht um diese Ebene, sondern ich möchte die Rolle der Infrastruktur in diesem politischen Prozess beleuchten, wie die Ukraine und Russland hier auf einem ganz tiefen Level interagiert haben. Und wenn man sich die Abhängigkeiten anguckt zwischen der Krim und der Ukraine und Gas, Wasser, Elektrizität und Telekommunikation war von der Ukraine abhängig. Das heißt, man hat diese beiden Kabel, die Ukraine mit der Krim verbinden. Und diese Kabel funktionieren jetzt nicht mehr. Die sind nicht mehr in Betrieb. Und man sieht die dramatische Geschichte von dieser Abtrennung der Krim nach und nach stattfand und was das für den Endbenutzer und die Provider bedeutete. Um diese Forschung zu machen, habe ich viele Experimente gemacht. Ich habe eine gemischte Methode. Erstmal bin ich ein Soziologe für Technologie und ich habe mich beschäftigt mit den Providern, die jetzt nach der Annexion in der Krim arbeiten und auch mit denen, die die Krim verlassen haben danach. Und es gibt die Internet Association of Ukraine und es gibt ich habe mit Software-Engineers gesprochen, die die Krim verlassen haben oder die in die Krim gegangen sind und Journalisten und Arbeiter. Und ich musste auch einige Netzwerkmessungen machen, um zu sehen, was im Netzwerk wirklich passiert. Dafür habe ich UniProbe benutzt und Leute, die das benutzen, sind hier sicherlich in diesem Raum. Und ich danke diesen Leuten, weil das wirklich sehr nützlich ist. UniProbe erlaubt es, Benutzer in bestimmten Regionen zu gucken, ob Webseiten blockiert sind und wie sie blockiert sind, das herauszufinden. Und das hilft, um zu sehen, wie Zensur stattfindet auf der Krim und,
Und das sind wirklich die am wenigsten autonomen Systeme, die noch funktionieren. Aber es ist wirklich schwierig herauszufinden, wer wirklich die Services bereitstellt. Also habe ich diese verschiedenen Methoden benutzt, um wirklich zu sehen, was in der Krim passiert. Und ich will auch, und es ist auch wirklich schwierig zu sehen, wer welche Daten benutzt in der Krim. Aber das ist schwierig. So, das Letzte noch und die Ethnografie noch. Die Foren sind wirklich ganz fantastisch, um Informationen zu bekommen über diese Foren, weil man sieht, wie sich Benutzer beschweren, dass die Provider nicht funktionieren, dass das Internet langsam ist, dass die Gamer sind die, die als erstes sich beschweren. Und World of Tanks-Spieler waren die ersten, die wirklich sich beschwert haben, dass es zu langsam wurde und die Ping-Zeiten verrückt wurden. Und diese kleinen Signale haben mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, dass etwas passiert. Also Foren sind hier sehr interessant, um damit die Forschung zu beginnen. Und so, jetzt zum Kern der Sache, wie der Verkehr sich änderte in der Krim. Ich habe eine weiche Ersatzmethode, denn die physikalische Gewalt und die Waffen waren nicht so wichtig in der Krim wie in Westukraine. Aber ich habe mit Leuten gesprochen, wie wirklich Leute mit Gewehren in das Büro kamen und alles mitgenommen haben und gesagt haben, das ist jetzt unser Provider und geht weg. Auf der Krim war das verschieden und es war sehr langsam und ein Schritt nach dem anderen. Es gab ein ganzes Jahr Übergangszeit, wo die Provider, die ukrainisch waren, wurden dann russisch. Und ich sage euch später, was das bedeutet, aber guckt mal diese Daten an hier. Diese vier Schlüsseldaten. Am 24. März hat Medvedev angekündigt, dass es ein neues Kabel durch das Schwarze Meer geben würde und die Krim mit Russland verbinden, um russischen Verkehr zur Verfügung zu stellen. Das wurde in einem Monat gebaut und es war 46 Kilometer lang und es ging sehr schnell. Und vielleicht war schon etwas da vorher, aber das wissen wir nicht so genau. Ich habe keinen Beweis. Ich kann dazu nichts sagen. Aber 5 Tage danach, am 4. Mai, hat Rostelekom angekündigt, dass es einen neuen Operator gibt, Miranda Media, und die haben einen großen Anteil an dieser Firma, und Rostelekom kann wirklich nicht den Namen benutzen wegen der Sanktionen, der europäischen Sanktionen, und dann verlieren wir Vereinbarungen mit internationalen Partnern und das wird schwere Konsequenzen haben. Aber nach 4 Monaten haben Provider wirklich erst nach 4 Monaten haben Provider erst Daten über dieses neue Kabel erhalten und erst im Juli, am 24. Juli haben die erst Daten davon bekommen. Und ich habe da einige Hypothesen zu und ich werde euch diejenige erzählen, die zu funktionieren scheint. Währenddessen wurden aber auch noch einige andere Maßnahmen unternommen. Es gibt ja auch regulierte Frequenzen und dafür gibt es eine staatliche Behörde. Und sie haben gestartet damit, CDMA-Frequenzen zu allozieren. Aufgrund der Technologie, die in der ehemaligen UdSSR populär war, war PeopleNet, einer der größten Operators in diesem Bereich, sehr interessant dafür. Und sie nutzen 800 MHz, aber diese Frequenzen waren kurz nach der Annexion exklusiv für das Militär alloziert. Und das heißt, alle anderen durften die nicht mehr nutzen. Außerdem war auch hier wieder die Taktik, neue Marken zu registrieren und die dann zu benutzen, anstatt dem originalen Namen. Sehr populär. Und das heißt, dass wieder der Provider offiziell nicht registriert wird und wieder Sanktionen verhindert werden. Und zuletzt, bereits am 9. Mai, wurde alle Kommunikationsinfrastruktur von der Ukraine abgekauft, sodass Rostelekom 2000 Kilometer Datenleitung besitzt. Offiziell natürlich nicht, weil das ja eigentlich Miranda Media ist, aber ihr wisst, dass in der Praxis das dann doch Rostelekom ist. Ich nenne diesen
Prozess zwischen der Annexion und 2017 das Routing Interregnum. Denn beide Nationen waren noch darüber am Streiten oder waren darüber im Konflikt, was es heißt, russischen Datenverkehr zu bekommen, was es heißt, ukrainischen Datenverkehr zu bekommen. Und es hat tatsächlich 3 Jahre gedauert, bis diese vollständige Abtrennung auf dem Internet-Level passiert war. Ich werde jetzt hier nicht so sehr politisch spekulieren, aber es gibt tatsächlich einen sehr pragmatischen Grund. Ich habe Diskussionen auf verschiedenen Kanälen und Chats analysiert. Und was wichtig ist, ist, dass es immer noch viel Kommunikation zwischen ukrainischen und russischen Nutzern gibt, besonders über die Zensurmaßnahmen, die passieren. Und das heißt, es gibt tatsächlich immer noch viel Diskussion, viel Kommunikation zwischen der russischen und der ukrainischen Community. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die Entscheidungen einfach sehr pragmatisch waren und es wäre sehr viel teurer gewesen, wenn sie jetzt die Unterwasserverbindung einfach geblockt hätten. Und wer hier auf der rechten Seite sehen würde, hätte das zu einem enormen Einbruch der Geschwindigkeiten oder der Latenzen geführt. Das kann man hier auf dem rechten Graphen sehen, das wäre ein bis zu 50 Millisekunden Unterschied. Für Gerichtsverhandlungen war das ein Problem, weil die sich beschwert haben, dass sie nicht so gut streamen konnten, wie es früher der Fall war. Und ich habe hier einige Zitate. Und für einige aus der osteuropäischen Region und einige von ehemaligen ukrainischen Provider. Und die haben auch gesagt, dieses Kabel wäre sowieso gebaut worden nach Russland. Und ein anderer Provider hat gesagt, dass der Grund für diesen schnellen Ausbau war, dass erst haben sie es für militärische Zwecke benutzt und erst für gewerbliche. Früher war das Kabel nicht groß genug für die Zivilbevölkerung. Und dieses Routing Interregnum dauerte 3 Jahre. Und das erste wichtige Ereignis, was ich euch hier zeigen will, ist das, wo man sieht, wie stark das Internet der Krim von der Ukraine abhängig war. Und das ist von einigen Aktivisten gezeigt worden. Die haben diese Stromversorgung lahmgelegt. Und einen Monat lang war die Krim im Dunkeln, im Blackout. Und es gab in vielen Gegenden keinen Traffic mehr, keinen Verkehr. Und einige Operator haben verschieden darunter gelitten. Und wir haben hier verschiedene Betreiber untersucht und einige waren 100% auf Verkehr aus der Ukraine angewiesen. Und als Konsequenz daraus haben die entschieden, dass das vielleicht ist es eine gute Idee, auch Traffic aus Russland zu kaufen, damit wir nicht so abhängig sind von der Ukraine. Das heißt, wenn man den Graph anguckt, den ich euch später zeige, dann sieht man, dass sie sich aus der Ukraine ausgestöpselt haben und an Russland angeschlossen haben. Und viele ukrainische Provider haben dann auch als Backup einen Pfad aus Russland genommen. Das heißt, seltsamerweise hat diese patriotische Aktion der ukrainischen Aktion haben dazu geführt, dass es mehr Verkehr aus Russland gab. Und danach hat die russische Regierung hat natürlich entschieden, dann diese Brücke zu bauen, die Strom liefert für die Krim und nicht nur Schiffe, sondern auch Autos darüber kommen. Und diese Brücke hat auch ein zweites Kabel, das die Krim mit Russland verbindet. Und jetzt zeige ich hier dieses GIF, zeigt kurz, erst sieht man nur ukrainischen Verkehr und dann im März 2014 gibt es die Idee, dieses russische Kabel zu bauen unter dem Meer. Und nach und nach wird der Plan in die Tat umgesetzt und der Verkehr ist noch für eine Zeit lang gemischt. Und sowohl ukrainischer als auch russischer Verkehr. Und dann nach dieser Aktion, nach den Aktionen, die gezeigt haben, wie abhängig die Krim von der Ukraine war, gab es die Entscheidung, ein zweites Kabel zu bauen. Und nach wird die gesamte Krim russisch, der gesamte Verkehr in der Krim wird russisch. Das ist jetzt
offiziell. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen nicht, ob es wirklich noch ukrainischen Verkehr gibt. Und ich glaube, es gibt noch welchen, aber ich habe keine Beweise, nur Gerüchte. Und ich werde euch niemals verraten, wer mir das gesagt hat. Denn diese tapferen Leute, die immer noch die Krim mit der Ukraine verbinden, vielleicht sind sie pragmatisch, vielleicht sind sie Patrioten, aber sie sind Kriminelle für Russland und für die Ukraine. Und meine Frage ist, wie haben die Provider sich positioniert als ukrainisch oder russisch und wie haben sie sich geändert und wie kann ich diese Daten bekommen? Das war ein großes Rätsel für mich. Es gibt irgendwie 3000 ISPs in der Ukraine, aufgrund der Lizenz, die als Service Provider arbeiten dürfen. Und ich zähle nach einer ganz langen Arbeit 115 in der Krim. Und ich muss sagen, 114 autonome Systeme und nicht Provider, sondern es gibt einige Universitäten, die auch autonome Systeme sind in dieser Liste. Und wo habe ich diese Daten herbekommen? Mit gemischten Methoden von der Uni oder mit Uniprobe. Und es gibt Tests, die ich durchgeführt habe in der Krim und ich wusste nicht deren Namen und ich will die gar nicht kennenlernen. Und diese Leute haben kommuniziert und haben mir die Namen der autonomen Systeme gesagt und haben mir Testergebnisse gegeben. Und ich habe dann mit dem im Atlas nachgeguckt und habe geguckt, wo diese Sonden sind in der Krim. Und ich habe Downstreams angeguckt von diesen großen Betreibern, Miranda Media, von dem ich euch schon erzählt habe. Und dann habe ich im Foren, ich kann das nicht genug betonen, man guckt in den Foren nach dem Provider ist, wie schlecht der Service ist und wie langsam es ist. Und das ist wirklich ein ganz wichtiges Ding in der Krim. Also ich habe das dann aufgebaut und dann habe ich mit sehr mutigen Leuten von RapNCC und dem Internet Health Report Project zusammengearbeitet und wir haben diese schöne Timeline hier zusammengebaut, die Übergänge von Providern von Ukraine nach Russland oder umgekehrt zeigt. So, grau sind dann dabei die andere, Russland ist rot und Ukraine ist blau. So, also es sind dann halt eben noch ein paar andere Länder dabei, die in diesem grauen Teil fallen. Aber ja, das passiert halt zum Teil aus bürokratischen oder administrativen Gründen oder wieder einen Trick, um die Sanktionen zu vermeiden. So, ich zeige euch jetzt nochmal eine Animation davon. Vielleicht wird das einfacher, um diesen Graphen zu verstehen. Jeder Punkt repräsentiert einen ISP auf der Krim, einen Internet Service Provider auf der Krim. Und was ich gelernt habe, während ich mit den RIPE-NCC-Leuten gesprochen habe, es gibt einen formalen Prozess, mit dem man seine Attributionen ändert, ob man ukrainisch ist oder russisch. So, und das heißt, wenn jemand seine Attributionen ändert zu einem dieser beiden Länder, dann heißt das nicht unbedingt, dass sie jetzt patriotisch sind oder sowas sind, sondern das kann einfach nur irgendwelche taktischen Gründe halten, diejenigen ISPs, die aber nach Russland gewechselt sind, also sich mit Russlands assoziieren, da kann man durchaus politische oder patriotische Motivationen vermuten. So, aber hier ist wieder wichtig, hier wurden dann halt eben soziologische Methoden angewendet, also Interviews und so weiter. Und hier ist genau das, wo dann auch eben, um gerade eben diese feineren Motivationsunterschiede zu erkennen, wo die Soziologie punkten kann. So. 2017 sehen wir dann einen starken Anstieg in den russischen russischen Zuordnungen. Und das war auch genau das, wo Russland angefangen hat zu gewinnen. Und das, so, das heißt, Juli 2017 war ja genau dann, als das zweite Kabel installiert wurde. Und das heißt, da hatten die Provider dann die Möglichkeit, mehr Traffic nach Russland zu schieben und es wurde alles billiger. Aber nicht alle Provider waren damit so zufrieden. Es gab da einigen Unterschied, es gab da einigen Widerstand, zum Beispiel diesen hier. Also ich habe das jetzt komplett manuell rausgefunden, habe da manuell durch die Informationen zu den jeweiligen autonomen Systemen durchgeschaut.
die ich gefunden habe. Und wir sehen hier tatsächlich Wladimir Putin als eine Kontaktperson von diesem Provider. Tja, vielleicht hätte ich da noch ein bisschen mehr anonymisieren sollen, aber jetzt ist es wohl zu spät. Aber, genau, jetzt komme ich zum zweiten Teil meiner Präsentation, wo es darum geht, mich vielleicht nochmal etwas zu beschweren oder was man in der Zukunft mit bezüglich dieses Themas oder bezüglich diesen Daten tun kann. Mich hat es sehr interessiert, diese Forschung zu betreiben, denn es gibt nicht wirklich viele Werkzeuge, um historische BGP-Daten zu analysieren. Das war alles ein bisschen schwierig. Und hier sehen wir jetzt ein Tool von Hurricane Electric, bgp.he.net. Und hier habe ich für jede AS-Nummer nachverfolgt, wie dieses jeweilige autonome System zu anderen verbunden ist. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass dieses autonome System zu Taiwan verbunden ist am Ende. Und ja, ich habe dann irgendwann aufgehört, das manuell zu machen und stattdessen nach einem Skript gesucht, das das für mich tun kann. Aber an dieser Methode gab es tatsächlich trotzdem was Nützliches, denn jedes Mal, wenn ich den zweiten oder dritten Hop überprüft habe, also die zweite oder dritte Spalte, das hat tatsächlich immer wieder zum selben AS gezeigt, zu Miranda Media. Und das konnte einfach nicht zufällig sein, dass immer der gleiche Provider, immer der gleiche Mitspieler in diesem Spiel in der Mitte da von der Route war, an der gleichen Stelle. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, da gibt es noch vielleicht andere, die auch wieder relativ häufig auftreten. Und vielleicht teilte sich den Markt mit Miranda Media und so weiter. Das heißt, da habe ich noch weiter nachgeforscht und wieder Leute gefunden, die mir helfen konnten. Das war eine lange, lange Geschichte von Kooperation mit vielen Leuten. Einige von ihnen sind auch in diesem Raum. Da haben wir zum Beispiel mit Kaida geredet. Die haben diesen BGP-Reader, den man hier sieht. Dann gibt es noch ein Projekt RootViews. Das ist auch ein ziemlich gutes. Und die Daten sind ziemlich nützlich, denn man hat Snapshots vom ganzen Internet, also von den ganzen Routing-Beziehungen im Internet für alle 2 Stunden. Und das heißt, man hat dann nachher 4,5 Gigabyte transformierte Daten am Ende, auf denen man, die man analysieren kann. So, ich kann jetzt von der rechten Seite hier ein paar Teile lesen, aber nicht genug oder ja, nicht ausreichend viele, um hier jetzt eine soziologische Analyse machen zu können. Also, ich hatte da nicht genug Erfahrung in dem Bereich und ich habe dann die Leute von Internet Health Report gefunden, die diesen neuen Blick darauf entwickelt haben, den Autonome Systeme Hegemonie Index, AS Hegemony Index. Wofür steht das? Da geht es darum, wie viele Downstreams ein AS hat, also ob diese AS, die an ein jeweilig anderes AS angeschlossen sind, dieses AS als einzigen Upstream haben. So, es gibt da einen Post dafür, dass das Ganze dann diese Daten zusammenfasst. Das sieht man hier auf der Folie. Das hier ist der Verlauf der autonomen Systemhegemonie, vom autonomen Systemhegemonie-Index auf der Krim. Und das heißt, man sieht hier dann 4 oder 5 größere Ereignisse auf dem Graph. Manche von euch haben dann schon gedacht, 2014 ist dann eben genau dieser Moment, an dem Miranda Media in der Routing-Tabelle auftaucht und Traffic fließt an der Stelle dann. Wie gesagt, also Ross Media, Miranda Media 2014. Und dann sehen wir 2015 einige interessante politische Aspekte. Da gab es zum Beispiel diese Attacken, also die Attacken auf das Stromnetz, über die wir eben gesprochen haben. Und wir sehen dann auch nochmal Anstieg an der Hegemonie, als da mehr Kommunikation geteilt wurde. Und dann Mitte 2017, als Rostelekom dann auf einmal deutlich ansteigt, wo Rostelekom auf einmal sehr viel Internet Traffic
anbietet. Dann seht ihr noch diesen Anstieg, von dem ich auch wieder geredet habe. Ihr seht da den Anstieg von russischem Datenverkehr, von Rostelekom oder ja, von Rostelekom oder anderen Playern. Und das Problem war, dass sie einfach nicht genug Bandbreite bereitstellen konnten und deswegen auch noch andere ISPs reinlassen mussten. Wenn ihr euch die ukrainischen Teile anschaut, dann seht ihr Und das passiert erst nach der Annexion und es ist ein ukrainischer Provider, aber der kam erst nach der Annexion ins Spiel und ich habe versucht zu verstehen, was hier passiert, aber dieser Provider hat komische Verbindungen mit einigen russischen Regierungsservices und die haben diesen Provider benutzt aus speziellen Gründen und das ist in 2014 passiert in der Mitte und als ukrainische politische Polizei, die hat mehrere Firmen benutzt und hat alles Equipment weggenommen und hat aufgehört, die in der Ukraine aktiv zu sein. Und WNET war einer davon. Und es gibt einen lustigen Fakt hier. Ich habe das nochmal manuell analysiert und ich habe einen Operator gefunden, der noch in der Krim ist und dessen Kontaktinformation hat @wnet.uk. Und sie haben es nicht wieder eingesammelt und ich habe es überprüft und es scheint so, dass WNET-Leute immer noch da sind unter einem anderen Namen, unter einer anderen Marke. Und es gibt diese Verkehrskriege am Ende des Interregnum in 2017. Und als ich mir das angeguckt habe und da wurden einige angeklagt oder beschuldigt, kollaboriert zu haben auf besetztem Gebiet. Und im Mai haben ukrainische Bürger gesehen, dass Wiki blockiert wurde und das liegt an der Entscheidung des Präsidenten, diese russischen Dienste zu blockieren. Und es gibt Beschwerden von ukrainischen Benutzern, sind wir Ukrainer? Ich dachte, wir wären Russen. Und es gab einige Verwirrung über den Internetverkehr, wo der herkommt. Und zum ersten Mal haben die Medien darüber geschrieben, wo der Verkehr überhaupt herkommt. Das war nach diesem Ereignis, dass das WK blockiert wurde. Und dann wurde die Entscheidung getroffen, dass die ukrainische Regierung entschieden hat, keinen Verkehr mehr in die Krim zu liefern. Und hier mit dem zweiten Kabel, das war zufällig zu derselben Zeit wie das zweite Kabel. Und ich habe jetzt einige Schlüsse zu ziehen, weil ich gerne noch Fragen haben möchte. Was sind die Konsequenzen von diesem Interregnum, von dieser langsamen Verschiebung dieses Verkehrs? Das erste ist der IT-Markt. Aufgrund der Sanktionen, wie ich vorhin gesagt habe, war es sehr schwierig für Leute auf der Krim, für Experten und Entwickler und Provider dort zu arbeiten. Der Markt hat etwa 30% der Service-Provider verloren, nach qualitativen Daten. Wir müssen noch Daten finden, ob wir wirklich das gegenchecken können, ob das wirklich stimmt. Aber aufgrund von Interviews sieht es aus, als wäre das ungefähr wirklich der größte Verlust. Es gab eine große Migration von IT-Experten aus der Krim in die Ukraine und eine IT-Jobkrise. Und IT-Provider und IT-Provider haben wenige arbeiten nur noch offen aufgrund der Sanktionen und es gibt einen großen grauen Markt und es gibt Kollaborationen mit der Ostukraine. Das ist sehr interessant. Viele Provider, die ihr Büro in Lugansk haben zum Beispiel. Der letzte Punkt, Roaming. Leute, die in der Ostukraine wohnen und mobiles Internet benutzen wollen, müssen Roaming benutzen. Ich bin schon am Ende. Was sind die Konsequenzen dieser Annexion für Internet Service Provider? Zuerst, sie müssen mit russischen Gesetzen complyen. Es ist sehr teuer. Sie müssen Foreign installieren. Sie müssen den Traffic für 30 Tage speichern und die Metadaten für 3 Jahre, meine ich. Und für Telefonfirmen müssen sie den Traffic für 6 Monate speichern.
dann müssen sie außerdem zensieren. Da sind sehr seltsame Zensurregeln in der Krim. Eine bestimmte Blacklist, die nicht die offizielle Blacklist in Russland ist. Aber man muss sich an lokale Zensurregeln halten. Es sind immer noch ein paar ISPs, die in der Krim arbeiten. Zum Beispiel haben die Krim-Tataren ihre eigenen ISPs und die arbeiten noch in der Krim. Die Endnutzer verlieren Geschwindigkeit und Qualität und es wird teurer, mindestens 10%. Das trifft aber auf alle Russen zu. Aufgrund der Internet-Governance und der Kosten für die Zensurinfrastruktur. Leonid Dekev, der hier im Raum ist, wird darüber noch weiter sprechen. Es hat Konsequenzen für die Industrie. Außerdem gibt es Reverse Censorship, zum Beispiel Slack, das nicht mit der Krim zusammenarbeitet wegen der Regulatorien. Das gilt außerdem für Amazon und Airbnb. Journalisten haben außerdem Probleme und können zum Beispiel Signal oder F-Droid nicht benutzen. Hier höre ich jetzt auf, weil ich euch Fragen stellen lassen will und etwas diskutieren lassen will. Hier jetzt noch ein paar Acknowledgements an die Leute, die mir geholfen haben. Citizen Lab, Internet Health Report und verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern in der Welt, die ich leider nicht mit dem Namen nennen kann. Das ist alles. Und vielleicht habt ihr jetzt Fragen an mich. Dankeschön. Thank you. Thank you very much, Xenia. If you have any questions. Wenn es jetzt irgendwelche Fragen gibt, dann geht bitte zu den Mikrofonen 1 oder 2. And of course from the Internet. Und natürlich aus dem Internet. No questions so far. Keine Fragen? eine Frage gibt es doch. So yeah, the good IT people from die guten IT-Leute aus der Krim, sind sie hauptsächlich in die Ukraine oder nach Russland gegangen? Wir müssen noch rausfinden, was gut und schlecht ist. Die Mehrheit von denen, die ich kenne oder mit denen ich gesprochen habe, sind in die Ukraine gegangen. Nach Kiew oder so oder nach Westeuropa und je nachdem, wie viel Glück sie hatten. Ich weiß nicht von vielen, die nach Russland gegangen sind, aber ich glaube, es gibt bestimmt welche, aber ich habe keine Daten darüber. Mikrofon Nummer 1, please. Mikrofon Nummer 1, bitte. Hallo. Mich interessiert eine Sache. Es gibt zahlreiche Reporte, dass seit 2014 Cyberattacken in die Ukraine. Hast du jemals darüber gehört, dass es Sabotage gegen ukrainische ISPs oder Russen, die in der Ukraine arbeiten, gab? Ich habe mich gefragt, ob es jemals einen Report gab, dass es Sabotage gegen die ukrainischen ISPs gab. Vielleicht zu verhindern, dass sie in der Krim arbeiten wollen. Also die Frage war über ob ukrainische ISPs, ob es Cyberattacks gab gegen die ukrainischen. Ich habe nichts davon gehört, aber ich habe über Phishing-Attacks gehört gegen Journalisten, aber nicht gegen die ISPs bisher. Ich weiß, dass es sehr interessante patriotische Hacking-Gruppen gibt, sowohl in der Ukraine als auch in Russland. Einige haben sogar ihren eigenen Telegram-Kanal und man kann dort gucken, was sie alles für Exploits gemacht haben. Das ist ein öffentlicher Kanal, man kann gucken, was sie machen. Sie haben ganz viele Cyberangriffe, zum Beispiel gegen die sogenannte Volksrepublik Donetsk. Und
wenn die Websites angreifen und wenn sie Daten liegen aus Datenbanken und von den Leuten, die diese Republik leiten und führen. Und patriotisches Hacking gibt's, aber ich habe bisher noch keine Angriffe gesehen gegen Internet Service Provider als solche in der Krim. Thank you. Microphone number two, please. Mikrofon Nummer zwei. Das ist recht kurz. Eine Frage ist zu klären, das letztliche Ende der Krim-Ukraine-Links, ob das Ende von der Ukraine gemacht wurde oder von beiden Seiten gleichzeitig. Eine zweite Frage ist, die Region zu verstehen ist neu für mich. Manche Leute in der Krim sind deutlich näher zu Russland und sprechen eher ukrainisch, manche russisch. Und ich frage mich, ob es Daten gibt. Ich habe den Eindruck, dass der Eindruck, dass der Service schlechter geworden ist und die Leute eher russische Webseiten benutzen. Und ob die Geschwindigkeit schlechter geworden ist für russische Webseiten. Ja, danke. Also die erste Frage war, ob die Entscheidung von der Ukraine kam, von der ukrainischen Regierung. Und bin ich sicher, dass das so ist. Und ja, mehr oder weniger, ja. Das ist eine der wichtigen Punkte in der Forschung für mich. Warum hat jemand aufgehört, Verkehr von der Ukraine in die Krim zur Verfügung zu stellen? Warum in der Region, wo es kein Filtering und kein Abhören gab? Und das ist für mich eine interessante Frage. Es gibt wirtschaftliche Gründe, es gibt Verträge, es könnte politische Gründe geben oder zu zeigen, wie abhängig man ist, wie sie zum Beispiel mit dem Frischwasser gemacht haben. Aber ich will darüber nicht spekulieren, noch so früh in der. Denn wir haben schon das Gefühl, ein Gefühl dafür, warum die das gemacht haben. Und plötzlich mit der Öffnung des zweiten Kabels nach Russland war der Verkehr praktisch weg. Hat die Ukraine das entschieden? Und ich will nicht hier noch mich sehr hiermit beschäftigen im Moment. Das könnte vielleicht im Sumpf der Spekulationen doch dann versacken. Aber es gibt keine harten Informationen darüber, wer diese Entscheidung getroffen hat. Und das Zweite war über die Sachen, über die Sites in russischer Sprache. Waren die populärer mit den Bürgern der Krim? Oder ist es gut für sie, russischen Verkehr zu haben? Und ich glaube, das ist ein anderer Forschungspunkt. Und ich habe auf den Application Layer geguckt und nach Zensur geguckt. Und ich muss noch andere Daten dafür benutzen, zum Beispiel nach Google suchen oder Statistiken, welche Webseiten Leute besucht haben, vorher und nachher. Und ich weiß aber aus den Berichten der NGOs, die dieses dokumentiert haben und die Freiheit der Meinungsäußerung. Und es gibt einen Shift in Richtung russischer Sprache im Web-Content. Und ist das vielleicht eine Konsequenz der Propaganda? Ich weiß es nicht. Aber nichts würde sie daran hindern, ukrainische Webseiten anzugucken oder über ukrainischen Verkehr russische Webseiten anzugucken in russischer Sprache. Es gibt keine Zensur in der Krim vor dem Krieg und es gibt keine Blacklist oder so. Das Internet war mehr oder weniger unzensiert bis 2017, bis zur Entscheidung, die Sites zu blockieren in diesem Informationskrieg oder russische Zensur. Und Bürger der Krim hätten auch über den ukrainischen Verkehr auf russische Webseiten zugreifen können. Also ich weiß nicht. Die zweite Person an Mikro Nummer zwei. Sorry for being rude.
Zuerst eine sehr faszinierende Forschung. Vielen Dank, das transparent für uns zu machen. Ich habe festgestellt, dass Sie ganz viel analysiert haben, was über Unterseekabeln gibt. Und ich bin mir nicht sicher, ob man diese Frage, die ich gleich fragen werde, analysieren kann. Aber wie steht es mit Satellitenprovidern? Ja, danke. Das liegt mir sehr am Herzen. Letztes Jahr auf dem Kongress haben zu mir und haben gefragt über Satelliten. Sind Satelliten nicht vielleicht eine Lösung für die Krim, für die Aktivisten zumindest? Und es gab einige Diskussionen darüber, die ich mit einigen Leuten hatte, die Verbindung haben zu Satellitenprovidern. Und vielleicht können wir das versuchen, eine alternative Infrastruktur aufzubauen, alternative Netzwerke, insbesondere für die Krim-Tataren. Die Tataren leben in Dörfern, in den Bergen. Das heißt, es ist sehr interessant für sie, solchen Verkehr zu haben von Internet über Satelliten. Und ich weiß nicht, wie viele davon solchen Anschluss haben, aber es ist sehr populär wegen des Fernsehens. Sie benutzen Satellitenfernsehen und sie benutzen jetzt auch Internet, Fernsehen, ich weiß nicht, wie das heißt, ich gucke kein Fern, aber die Infrastruktur ist natürlich nötig für eine alternative Infrastruktur über Satelliten. Das heißt, der Kommunikationsminister der Ukraine hat darüber nachgedacht und es gibt eine Strategie dazu für die Entwicklung der Krim, aber es ist noch keine große Implementation da bisher. Aber es ist eine sehr gute Frage und ich überlege auch Mesh oder CityDNS oder einige andere alternative Netzwerke für diese Leute. Vielleicht brauchen sie es gar nicht. Das ist eine andere Frage. Und die letzte Frage aus dem Internet. Das Internet hat eine Follow-up-Frage zu den Satellitenlinks. Wie steht es mit Radio-Links? Ja, Radiofunk ist sehr interessant. Das ist eine der ersten Projekte gewesen von dem ukrainischen Kommunikationsministerium, die das gebaut haben. Sie haben Funktürme gebaut und das deckt wenigstens den nördlichen Teil der Krim ab mit ukrainischem Content über Funk. Und man kann es manchmal im Süden auch hören, aber es ist keine gute Abdeckung. Und das heißt, es gibt diese Entwicklung in dieser Richtung. Und wenn man Funk zu benutzen als Ersatz für die Verbindung für Internetverkehr und habe ich nichts davon gehört. Aber wir brauchen Leute, die das machen und vielleicht so ein Netzwerk aufbauen. Aber das Problem ist, wenn man das machen will, dann muss man wirklich durch eine große bürokratische Prozedur gehen. Man braucht eine Genehmigung von der ukrainischen Regierung. Und wenn man dann einen Checkpoint hat, dann haben sie deine Daten. Und es ist unmöglich, von Russland aus das zu machen, ohne sanktioniert zu werden von der Ukraine. Und das ist etwas, was ich hier nicht erwähnt habe. Es geht nicht um Technologie oder Geopolitik oder Sanktionen und diese seltsamen Dinge, Leute zu regieren. Und ich glaube, das geht nicht in die richtige Richtung. Das hilft uns nicht, diese Mauer einzureißen, sondern das baut Mauern. Und es ist schwierig für Leute wie mich oder andere Forscher oder Journalisten oder Hacker, die in die Krim wollen. Sie können nicht anonym dort reingehen. Sie müssen ihre Daten angeben. Und das ist etwas, wo wir gern sehen würden, dass es sich ändert, damit wir reingehen können und Sachen wirklich tun können und damit sie nicht auch die Gedanken annektieren können. Das war der Talk A Routing Interregnum Internet Infrastructure Transition in Crimea after Russian Annexation. Eure Übersetzer waren Lobachevsky und Pink Dispatcher. Wir freuen uns über Feedback auf Twitter.